Wenn du optimal Muskeln aufbauen willst, solltest du hart trainieren, genug schlafen, viel Protein konsumieren. Aber warum denn das Ganze überhaupt? Um am Ende des Tages deine Proteinsynthese maximal zu stimulieren. Denn innerhalb deiner Muskulatur kämpfen zwei Prozesse um die Vorherrschaft. Einmal die Proteinsynthese und einmal eben der Proteinabbau. Fällt die Synthese größer als der Abbau aus, dann baust du Muskeln auf. Und wenn eben der Abbau größer als die Synthese ausfällt, dann baust du natürlich Muskeln wieder ab. Am Ende des Tages wollen wir also unsere Proteinsynthese maximieren und unseren Proteinabbau minimieren. Und das schaffen wir unter anderem mit einer ordentlichen Proteinzufuhr mit hochwertigem Eiweiß oder eben durchs Krafttraining. Denn diese gesamten Maßnahmen setzen verschiedene Prozesse in deinem Körper in Gang, die wiederum dafür sorgen, dass die Proteinsynthese stark erhöht wird. Die wohl am besten erforschte Prozesskette ist der sogenannte PI3K-AKT-mTOR-Signalweg. Und Signalweg heißt nichts anderes als, ein Protein aktiviert ein anderes Protein und dieses Protein aktiviert wiederum ein anderes Protein und so weiter und so fort. In unserem konkreten Signalweg wird zunächst einmal Phosphoinositid-3-Kinase, kurz PI3K, aktiviert und führt dann am Ende über PEP2, PEP3, AKT, mTOR zu einem Enzym namens P70S6K, welches wiederum die Proteinsynthese aktiviert. Krafttraining aktiviert also irgendwo P70S6K, jedoch nimmt die Aktivierung von Trainingseinheit zu Trainingseinheit leider ab. Unter anderem könnte das ein Grund sein, warum man mit der Zeit immer schlechter vorankommt. Die Maßnahme, die dazu führt, dass du Muskeln aufbaust, führt gleichzeitig auf Zellebene dazu, dass du schlechter vorankommst. Und genau dieses Phänomen der Desensibilisierung, also dass man irgendwann nicht mehr so stark aufs Krafttraining reagiert, hat sich tatsächlich auch eine neue deutsche Studie hier aus meiner Heimat in Köln rund um das Forscherteam von Daniel Jacko angeschaut. Dort reichten bereits 7 Trainingstage aus, um die Aktivierung von P70S6K zu reduzieren, also um einen gewissen Desensibilisierungseffekt messen zu können. Und um wieder aufs alte Niveau zu kommen, also wieder eine volle Resensibilisierung zu erreichen, mussten die Probanden ca. 10 Tage komplett pausieren. Die Frage aller Fragen, die man sich jetzt natürlich stellen sollte, gibt es eine perfekte Kombination aus Trainingstagen und trainingsfreien Tagen, um am Ende die bestmöglichen Gains erzielen zu können? Sowas wie 12 Wochen durchtrainieren und dann eben 10 Tage pausieren, um wieder eine volle Resensibilisierung zu erreichen. Eine vorherige Studie von Ogasawara und Kollegen, die ich euch hier übrigens schon mehrfach vorgestellt habe, könnte uns diesbezüglich tatsächlich einen durchaus guten Hinweis geben. Und zwar teilten die Forscher die Probanden in 2 Gruppen ein. Eine Gruppe trainierte 24 Wochen durchgängig und die andere Gruppe machte nach 6 Trainingswochen immer 3 Wochen Pause. Am Ende, also nach den 24 Wochen, bauten aber beide Gruppen exakt gleich viel auf und das, obwohl die Pausen Gruppe in diesen 3 Wochen Trainingspause immer sogar Muskeln verlor. Es wäre natürlich super interessant gewesen mit diesen neuen Erkenntnissen, dass diese eine Gruppe nicht 3 Wochen pausiert hätte, sondern eben nur 10 Tage. Denn in 10 Tagen verlierst du keine Muskulatur, aber scheinst wieder voll sensibel aufs Training reagieren zu können. Auch ist natürlich unklar, ob man 4, 6, 8, 12 Trainingswochen am Stück absolvieren sollte, bevor eine Resensibilisierung wieder durchaus Sinn ergibt. Und vielleicht ist es am Ende immer nur höchstens genauso gut wie kontinuierliches Training, aber niemals besser. Und vielleicht funktioniert es bei Anfängern hervorragend, aber bei stark fortgeschrittenen Athleten wiederum nicht mehr so unglaublich gut. Ich wünsche mir für 2023 eine neue Studie mit 4 Gruppen. Eine Gruppe trainiert kontinuierlich durch, eine Gruppe macht nach 4 Wochen 10 Tage Pause, eine nach 6 und eine nach 8. Und dann haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr guten Richtwert dafür, wohin die Reise überhaupt gehen sollte. Bevor wir zu den Dingen kommen, die man auf jeden Fall jetzt schon mal aus diesen Daten rausziehen kann: Wenn du die meiner Meinung nach besten Subs der Welt haben willst oder wenn du diesen Kanal supporten möchtest, dann findest du den Link in der Beschreibung ivosportsfuel.de und mit dem Code ZEP bekommst du wie gewohnt den allergrößten Rabatt. Was können wir denn aus diesen Daten auf jeden Fall schon mal rausziehen? Wenn du aktuell gar nicht mehr vorankommst und alles Mögliche schon ausprobiert hast, dann gönn dir doch einfach mal eine Trainingspause von 10 Tagen. Und Muskelmasse wirst du sowieso nicht verlieren, besonders nicht dann, wenn du genug Kalorien und Protein konsumierst. Nutz die Zeit einfach, informier dich über das Training und dann kannst du später voll motiviert zurück ins Training durchstarten. Und im schlimmsten Fall, was passiert? Im schlimmsten Fall bist du genauso gut wie vorher und kannst dich immer noch genauso schlecht steigern wie vorher. Du hast also nichts verloren, weil du ohnehin ja nicht mehr vorangekommen bist. Und im besten Fall
geht's wieder richtig gut voran. Alleine die erhöhte Motivation kann schon einen großen Unterschied machen. Punkt Nummer 2, falls du mal krank oder verletzt bist, dann musst du dir erst recht keinen Kopf machen. Denn sowohl der Muscle Memory Effekt als auch die Resensibilisierung sind auf deiner Seite und stehen wirklich bereit, wenn du es bist. Und Punkt Nummer 3, ein, zwei, meinetwegen dreimal im Jahr kannst du dir definitiv eine Pause gönnen. Deine Gains werden schon nicht verschwinden. Du machst dich ein bisschen sensibler fürs Krafttraining und deine passiven Strukturen, die sowieso immer länger brauchen, um zu regenerieren, die werden dir sowieso danken. Und der Bonustipp, Tipp Nummer 4, wenn die Daten für dich sehr überzeugend zu sein scheinen, dann könntest du das Ganze natürlich auch in deinen Trainingszyklus integrieren. Also alle 6 Wochen, alle 8 Wochen mal komplett für 10 Tage nicht ins Gym gehen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn du Fragen hast, ab damit in die Kommentare. Ich bin out, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.